Und zwar habe ich keine Ahnung, Moment, um ehrlich zu sein. Gute Frage, ne? Rot hat hier eine neue Hauptaufgabe, deswegen werden wir, leck mich, die wohl als erstes machen, ja. Gut, dann gucken wir mal eben nach. Und wir gucken, was für ein neues Schwarzmarktobjekt wir haben, denn wir haben ja eben eins bekommen und haben nicht sehen können, was es war. Und es war eine MP, die wir direkt mal einmal upgraden und noch einmal upgraden. Ihr fragt euch warum, weil wir die Waffe viel zu oft haben. Ja, wir haben diese Waffe viel zu oft. Es fehlt nur noch eine Kiste, fällt mir gerade auf. Wir haben 97% fertig, na toll. Naja, schade. Die letzte finden wir nicht. Exfiltra, bla bla bla. Und wir wollen... Achso, ja, hier hin, ne? Ja, genau. Moment, Neuaufnahme. Entschuldigung. Aber jetzt ist gerade irgendwie meine Stimme kratzig. Egal. Wird schon. Wird schon werden. Und das ist auch das Letzte, was wir jetzt machen, diese Mission da. Dann höre ich wieder auf. Da wären wir. Da wären wir, ja, ja, bla 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 bla. Da will ich hin. Dann wollen wir auch dahin. Dun dun dun. So, 600. Gott, bescheuerter Müllfahrer, Müllmann, wie auch immer. So. Ja, ja. Guck mal, was sie zu sagen haben hier. Scorpio, Sie scheinen mit Mut und List gesegnet zu sein. Und ich denke, Ihr Herz schlägt für die Arbeit. Im Sumpfgebiet des Rajang-Deltas gibt es eine dreckige Chemiefabrik. Die Regierungsschweine stellen dort alle möglichen chemischen Waffen her und pumpen den Giftmüll in den Fluss. Das macht mich so wütend. Dieses chemische Waffenarsenal sollte dem unterdrückten Volk zugutekommen. Helfen Sie uns, die Fabrik einzunehmen, liebster Genosse, damit ich die Flammen der Revolution entfachen kann. Okay, ist klar. So, Moment. Kleine Neuaufnahme. Und wieder ein Techniker, nehme ich an. Ah, ist also klar. Okay, was ist das hier für eine komische... Okay, Scorpio. Sie müssen mich beschützen, bis wir das andere Ende der Fabrik erreicht haben. Dann hacke ich mich in Ihr System und überschreibe die Steuercodes. Wir greifen an! Und Scorpio, sorgen Sie dafür, dass ich am Leben bleibe. Wir haben hier was. Witzig. Sehr witzig. Okay, das ist immer eine dicke, fette Fabrik. Wir kommen nicht durch! Scorpio, versuchen Sie, den Eingang irgendwie von innen zu öffnen! Nicht witzig. Was sollte das jetzt bitte? Kann mir das einer erklären, was das jetzt gerade sollte? Das ist nicht euer Ernst. Oh, nein. Wunderbar. Okay, Scorpio. Sie müssen mich beschützen, bis wir das andere Ende der Fabrik erreicht haben. Dann hacke ich mich in Ihr System und überschreibe die Steuercodes. Wir greifen an! Und Scorpio, sorgen Sie dafür, dass ich am Leben bleibe. Arschlöcher, Arschlöcher.
So, wisst ihr was? Wo ist der Granatenwerfer? Der ist da oben liegen geblieben. Scheiße. Hör damit. Wir kommen nicht durch! Scorpio, versuchen Sie den Eingang irgendwie von innen zu öffnen! Scheiße. Die kommt wie gerufen. Wunderbar, Moniz. Lass mich in Ruhe. Ich will ein bisschen spielen hier. So viel lustiger, Leute. Ja. Ja. Sehr schön, die brauche ich gleich wieder. So, jetzt kann ich sie mir wieder nehmen. Da, als wäre nichts gewesen. Hier brennt ja nur alles. Da. Hoppala. Moment. Da oben liegt ja noch meine Waffe. Danke. So, jetzt suchen wir mal einen Eingang rein. Hoppa, was soll das? Oh, die Zielung ist scheiße. So. Okay. XBAXYA, whatever. Er hat es geschafft! Dann los, Reapers! Ja, weiter in die Fabrik vor, Genossen! Sammelt euch hier, Genossen! Da. Ich weiß gar nicht. Ich find's nie. Ich find's never. Da oben war ein Geschütz. Das war's. Vorrücken. Lasst mich in Ruhe. Ha! Die Kräfte der Freiheit triumphieren! Ja, Neuaufnahme. Aber Leute, das ist gerade ein bisschen nervig hier gerade irgendwie. Ja, lauf ruhig vor, hab ich kein Problem mit. Wo ist der?
Immer weiter, Genossen! Die Revolution erwartet uns! Ja, dann warte doch mal auf mich. Oh, Techniker, mal ohne Scheiß. Einfach abwarten. Ein Geschütz! Es gehört Ihnen, Scorpio! Ja, ich kann nicht warten, Leute. Scheiße. Boah, ich muss warten. Ja, verpiss dich.